Hallo Leute, es geht weiter mit Little Big Adventure. Ich lade schnell meinen Spielstand und dann kann es auch schon weitergehen. Wir sind in der letzten Folge hier aus unserem Kamin rausgekommen und haben jetzt unsere Tunika und unseren magischen Ball. Und dann kann das Abenteuer jetzt ja auch richtig losgehen, denn wir haben jetzt eine Aufgabe. Wir müssen unsere Freundin Zoe wieder zurückholen, von denen wir überhaupt keine Ahnung haben, wo sie jetzt ist. Das müssen wir herausfinden. Und ja, damit, das dürfte Grund genug sein, denke ich mal. So, oder nicht, etwa nicht. Ich meine, Mario macht das ja auch ständig und der hat zig Abenteuer. Da darf Twinsen das auch mal machen. So, hallo Nachbar. Ich suche ein junges Mädchen. Sie wird von zwei Dico-Klone eskortiert. Ich habe sie nicht gesehen. Tut mir leid. Schade. Ja, das kennen wir schon, aber... Lassen Sie den Zaun um den Kamin rumfallen. Ich habe es mir überlegt. Ich mag ihn lieber so. Ja, ist natürlich praktisch, wenn man so einen Kamin hat, durch den man mal eben aus seinem Haus entkommen kann, wenn das zugemauert wird. Oder der Eingang zumindest zugemauert wird. Da würde ich auch sagen, dass der Kamin mal gut so bleiben sollte. Ich gehe jetzt nochmal hier hin. Hier ist ja die Bar. Nein, es ist keine Bar, es ist... Oder? Kneipe. Es ist die Kneipe. Wobei, ich glaube, es heißt Rick's Bar. Also im zweiten Teil heißt es Rick's Bar. Hier wird es noch nicht von Rick... besitzt Rick die Bar noch nicht, aber das ist egal. Ja, das hatten wir schon. Das hat uns der andere Deko schon erzählt. Das muss ich mir jetzt nicht anhören. Das weiß ich zudem schon. Hast du uns was zu sagen, Papier? Schade. Gut, gut. Und der Barkeeper, vielleicht hat er uns da ja noch was zu sagen. Was Interessantes... Ja, die haben den Kellerschlüssel mitgenommen und in den Keller würde ich gerne rein, denn da ist noch etwas, was ich haben möchte. Allerdings kann ich den Schlüssel jetzt noch nicht bekommen, deswegen kann ich da noch nicht rein. Hier ist übrigens die Tür und ha, er ist gerade auch gegen die Wand gerannt, genau wie Twinsen. Ich bin also nicht der Einzige, der unter dem Running Gag leidet. Aber was soll's. Gehen wir weiter nach oben. Hier steht noch eine Hasi-Dame. Hallo. Versuchen Sie nie, sich beamen zu lassen. Das ist sehr gefährlich. Nur Klone sind dazu imstande. Schade. Sonst hätten wir uns einfach in so eine Beamzelle stellen können und zu Dr. Funfrock beamen können und ihm mal gehörig den... Moment, wie sagt man das? Gehörig den Hintern versohlen könnten. Können. Ich suche Egal. Ein junges Mädchen. Sie wird von zwei Dico-Klone eskortiert. Ich habe sie nicht gesehen. Tut mir leid. Versuchen Sie nie, sie... Ja, das hast du uns gerade auch schon erzählt. Wer wird denn wohl wissen, wo unsere Zoe hin verschwunden ist? Etwa du? Ich suche ein junges Mädchen. Sie wird von zwei Dico-Klone eskortiert. Und ja, er weiß es. Ich weiß, wo sie hingegangen sind. Seht ihr? Ich helfe dir, wenn du mir einen Drink spendierst. Gib dem Kellner Bescheid. Okay, aber nur ausnahmsweise. Normalerweise gebe ich ja keinen Fremden irgendeinen Drink aus, außer sie sind gut aussehend und weiblich eventuell. Aber dieser Dico ist weder Dico menschlich noch weiblich noch gut aussehend, deswegen lasse ich das besser mal. Obwohl, nein, ich lasse es besser nicht, weil... Ja, ihr wisst schon, ich muss ihm ja einen Drink ausgeben, damit er weiß, damit er uns erzählt, wo unsere Freundin ist. Also. Sehr wohl, der Herr, aber das macht 10 Kasche zu viel. 10 Cash, das ist aber ziemlich teuer. Okay. Geben Sie ihm einen Trink. Machen wir mal. Ich möchte dem Nein, das haben wir gerade eben schon gesagt. Aber das macht 10 Cash für einen Trink. Nein. Oh Gott. Jetzt hätte ich fast zweimal bezahlen müssen. Das wäre irgendwie doof gewesen. Hier können wir doch... Möchten Sie 10 Herzen für 10 Cashes? Genau, nein, danke. Also falls wir Lebensenergie brauchen, können wir auch hier unsere Lebensenergie an diesen Bonbonspender auffüllen. Aber der ist verdammt teuer. Ich meine, 10 Caches für 10 Herzen, kleine Umrechnung von 1 Caches pro Herz. Aber ich finde so viele Herzen, das macht es eigentlich nicht. Und du... Oh nein. Lass mich raten. Ja, genau, weil ich ihn nochmal angesprochen habe, bringt dir denn da oben jetzt keinen Drink. Also 10 Caches umsonst. Und ich glaube, das ist mir bei meinem letzten Let's Play auch passiert. Toll. Ja, komm. Hier. Kriegst du noch mehr Geld von mir. Ja, hier, geben Sie einen Drink. Geben Sie ihm einen Trink. Der wird immer teurer. So, jetzt gehe ich weg von ihm und gehe direkt in den sportlichen Modus. Dann kann ich ihn nicht nochmal aus Versehen ansprechen.
Jetzt habe ich nur noch 19. Oh, toll. Ich muss jetzt irgendwoher noch Cashes kriegen. Cashes, Cashes, egal. Ich glaube, Cashes spricht man sie richtig aus. Ich meine, kommt ja von Cash und nicht von Cash. Ich meine, was ist Cash überhaupt? Das gibt's gar nicht. Na, ey, mach mal schneller hier. Ich habe immerhin teuer für den Drink bezahlt. Der ist doppelt so teuer wie normal. Du blöder Kellner hier. Komm, mach hin. Ja, schütt ihm was ein, aber ordentlich. Okay, ich werde hier niemals einen Drink bestellen für mich, denn das ist nicht sehr hygienisch. Was er da macht, der trinkt aus der Ich Flasche. suche ein junges Mädchen. Sie wird von zwei Diko-Klone eskortiert. Ich habe sie vorhin im Hafen gesehen. Sie sind aufgebrochen, um sich auf eine andere Insel zu begeben. Das ist eigenartig. Die Gefangenen bleiben doch normalerweise in der Zitadelle. Ja, toll. Das heißt, wir wissen jetzt nur, dass unsere Freundin nicht mehr auf der Zitadelleninsel ist. Aber wo genau sie jetzt ist, keine Ahnung. Hat sich irgendwie überhaupt nicht gelohnt, dafür 20 Caches auszugeben. Naja, eigentlich wären es ja nur 10 gewesen, aber ihr habt ja gesehen, was passiert ist. Mal sehen. Dafür möchte ich jetzt hier bitte Geld draus haben. Komm schon, gib mir Geld. Gib mir. Oh, ich kann es irgendwie nicht aktivieren. Dann hier bitte. Herzen, toll. Gib mir, du mir doch bitte Geld. Danke. So, drei. Immerhin besser als gar nichts. Hüpf. Ja, jetzt geht's doch. Wunderbar. Vier insgesamt. Na gut. Okay, dann gehen wir nochmal weiter. Ich möchte hier hinten nochmal hin, denn hier war noch die Apotheke. Und ich muss jetzt zwar noch nicht an die. Wow, Klon. Der ist jetzt aus einer Bienenzelle erschienen. Da seht ihr das auch mal, aber. Ich möchte nochmal in die Apotheke. So, wie ich gerade schon gesagt habe. Und ich zeige euch einmal, was passiert, wenn ich normal da reingehe. Hey, hallo, wie geht's dir so da drüben? Ja. Und was macht der Blödmann? Er ruft einen Klon. Toll. Man hat mich wegen guter Führung entlassen. Ja, genau. Unmöglich. Niemand verlässt die Zitadelle lebendig. Ja, jetzt hier hört man nochmal so ein bisschen von Funfox Praktiken. Oh Gott, geh weg, geh weg, geh weg, geh bloß weg, du. Moment, kann ich ihn. Nein, ich kann ihn nicht verletzen mit meinen Schlägen. Hier kann man jetzt auch mal sehen. Ich kann so lange, wie ich möchte, auf ihn einprügeln, aber es kommen keine Sterne aus ihm raus, deswegen nimmt er keinen Schaden. Und jetzt. Aua. Ich möchte hier bitte. Weg. Nein. Okay, das war ein Fehler. Ich kann ihn nur mit meinem Ball verletzen. Aber ich muss ihn natürlich auch mal treffen. Ne? Und das ist so eine Sache. Ah, wenigstens kriegt er jetzt auch was ab. So, komm. Jawohl. Okay, im aggressiven Modus kann ich ihn treffen. Mit dem sportlichen Modus werfe ich den Ball etwas zu hoch. Oho, das war knapp. Das war viel zu knapp. Leute, ich habe kaum noch Lebensenergie. Ich hatte volle Lebensenergie. Und hab fast alles verloren. Aber egal. Also normalerweise kann man auch hier bis zu dem Stuhl schleichen, sich dann in den unsichtbaren, ja, in den unauffälligen Modus verkrümeln. Und dann kann man den Ball ja so hochwerfen über das Geländer hier drüber und den Typen so treffen. Aber ich dachte, es wäre auch mal ganz schön zu sehen, was er macht, wenn wir in die Nähe kommen. So. Und wegen dieser Flasche Sirup bin ich überhaupt hier reingegangen. Das ist alles, was ich hier haben wollte. Die brauchen wir jetzt zwar noch nicht, aber die werden wir auf der nächsten Insel brauchen können. Und sonst müsste ich nochmal hierhin zurückfahren und die Flasche holen. Und das wäre viel zu umständlich, würde viel zu lange dauern. Deswegen raube ich nochmal eben die Kasse aus. Hier sind nochmal 10 Caches drin, immerhin. Und hier kriege ich sogar umsonst Herzen raus. Jetzt. Aber nur einmal, schade. Aber immerhin, 4 Herzen sind besser als gar keine Herzen. Aber vielleicht von der anderen Seite? Nein, da geht's gar nicht. Okay. Dann verlassen wir die Apotheke mal wieder. Und ich würde sagen, wir verlassen nicht nur die Apotheke. Wir sorgen mal dafür, dass wir jetzt auch die Insel verlassen können. Das heißt, erstmal hau ich vor diesem blöden Klon hier ab. Ich finde, der sieht so ein bisschen aus wie ein. Das ist kein Klon, das ist ein Roboter, oder? Ja, das ist ein Hasi-Roboter. Aber egal. Was, damit halten wir uns jetzt nicht weiter auf. Anscheinend hat Dr. Funfog nicht nur die Möglichkeit, Klone und Beamen zu benutzen. Also Klonen und Beamen zu benutzen. Nein, nein, nein. So. Sondern auch Roboter zu erstellen. Das heißt, es ist ein ziemlich garstiger Doktor. Und hier könnte ich eigentlich mein Geld auffüllen. Immer wieder reingehen, rausgehen und dann hier vom Hasen und dem Busch 4 Kasches holen. Aber naja, was soll's. Jetzt brauche ich noch kein Geld. Ich bin mir sicher, dass ich woanders auch noch Möglichkeiten finde, mein Geld aufzufüllen.
Deswegen gehe ich jetzt einfach mal zum Hafen, weil sonst wüsste ich nicht, was ich jetzt hier noch Sinnvolles machen könnte, außer euch die Stadt zeigen. Und man sieht, die gesamte Stadt ist eigentlich in einem quasi Kriegszustand. Überall sind hier Barrikaden und Soldaten und da rennt ein Hase, okay. Überall ein Maschendrahtzaun, da hinten stand ein Panzer und hast du nicht gesehen. Und ja, so sieht's eigentlich überall aus. Hallo. Okay, dieser Klon hier, also das ist wirklich diesmal ein Klon. Merkt man, der verhält sich nicht so robotisch, der bewegt sich nicht so robotisch. Der hat anscheinend auch nicht erfahren, dass wir hier ein Flüchtling sind. Ja, auf der Zitadelleninsel sind... Zitadelleninsel sind wir, toll, nicht? Habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt, aber egal. Und er winkt uns durch zu dem Fahrkartenverkäufer. Da gehen wir doch einfach mal hin. Und ich fürchte, dass ich bei dem Leben das gleich bereuen... Moment, was ist hier drin? Na, Magie, toll. Also, ich fürchte, dass ich es bereuen werde. Und damit könnt ihr euch schon denken, dass es nichts Gutes bedeutet. Aber guckt einfach zu, was passiert, wenn ich ihn anspreche und eine Fahrkarte kaufen möchte. Ich suche ein junges Mädchen. Sie wird von 2 Dico-Klone eskortiert. Guten Tag. Sie möchten einen Fahrschein für die... Alarm! Das ist der Ausbrecher! Ja, erstmal geht er überhaupt nicht auf unsere Frage ein, ne? Ich frage ja, haben Sie ein junges Mädchen gesehen? Und er so, ja, Sie möchten bestimmt eine Fahrkarte kaufen. Und dann ruft er auch noch hier so einen blöden Klon. Und es ist ein grüner Klon, das heißt, ich renne lieber mal, denn den kann ich nicht verletzen. Hey, was willst du? Okay, der hat anscheinend jetzt auch Wind bekommen, dass wir ein Flüchtling sind. Naja, was soll's, wir sind dem grünen Klon entkommen. Den können wir wirklich gar nicht verletzen. Und da steht noch das Tor im Weg. Und um durch das Tor zu kommen, holen wir uns einfach einen Schlüssel. Und den Schlüssel trägt der gelbe Klon hier. Und wir können uns einfach hinten verschanzen. Die KI ist nicht so intelligent genug, um uns auf diese Entfernung zu verfolgen. Na komm, treff schon. Also das Ziel ist auch nicht wirklich einfach. Aber selbst wenn sie kommen würde, wären wir hier hinter diesem Pfeiler versteckt. Und alles wäre in Ordnung. Von daher, ich schnappe den Schlüssel, mache das Tor auf. Und es geht weiter in den Hafen hinein. Ist hier in den Kisten was? Nö. Gut, gut. Dann, sage ich mal, renne ich mal noch ein bisschen. Das geht viel schneller. Hier hinten ist die Fähre. Ziemlich groß, ne? Sie brauchen einen Fahrschein für die Fähre, mein Herr. Sie können dort gleich nebenan einen kaufen. Ja gut. Also brauche ich erst einen Fahrschein. Den kann ich übrigens nicht kaufen, weil dein Kollege die Sicherheitskräfte ruft hier. Oh, Geld. Geld nehme ich immer gerne. Nach dem Verlust in der Kneipe, in der Bar, in was auch immer, ist egal. Ihr wisst, was ich meine. Ihr habt es gerade erst gesehen, hoffentlich. Außer ihr... Hallo, das ist mir egal. Also man sieht hier, die Fähre ist nicht besonders groß. Ich meine, ich passe nicht mal unter das Dach. Aber egal, rennen wir mal hier rüber. Denn man hat... Oh, das sind noch Fässer. Okay, ich untersuche erst die Fässer. Und man hat gesehen, dass da ein Dico-Klon sitzt. Und vielleicht kann uns dieser Dico-Klon ja aus der Klemme helfen. Denn sonst sitzen wir ja jetzt fest und können die Insel nicht verlassen. Und werden Zoe nie wiedersehen. Hallo. Ich hab das Horn voll. Oh. Es gibt 4 Kisten im Lager und ich bringe es nicht fertig, sie auf die 4 am Boden gemalten Kreuze zu stellen. Ich gab gerne einen Fahrschein für die Fähre demjenigen, der sie an meiner Stelle richtig hinstellen kann. Ja gut, dann machen wir das doch mal. Das dürfte nicht allzu schwer sein. Ich meine, wir müssen 4 Kisten einfach nur auf die passenden Punkte schieben. Und ja, das ist eigentlich das einzige Schiebepuzzle im gesamten Spiel, worüber ich ziemlich froh bin, denn Schiebepuzzles sind ziemlich unkreativ. Wobei das ja auch nicht ohne ist. Man muss erstmal ein bisschen gucken, wie schiebe ich jetzt. Und man muss auch aufpassen, wie weit man schiebt, weil das aus der Ansicht gar nicht so leicht ist. Und jetzt hat man gesehen, aha, ich kann es noch nicht hochschieben, weil es noch nicht weit genug ist. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich es nicht zu weit nach rechts schiebe. So, okay, das ging gerade noch. Denn sonst muss ich wieder zurückschieben. Aber so kann ich es einfach hier reinschieben. Wenn das nicht schon falsch war. Lasst mich überlegen. Nein, es war noch nicht falsch. Ich mache erstmal so. Schieb das jetzt dahin. Und dann schiebe ich die Kiste hier einmal durch, dass ich da in den Gang kann. Dann hätten wir schon mal die erste Kiste auf einem richtigen Kreuz.